Das Allerwichtigste, wenn du einen Hund hast, ist Konsequenz. Nur mit Konsequenz kannst du deinen Hund gut erziehen und ihn auf Spur bringen. Du möchtest ja, dass dein Hund auf dich hört und sich wohlfühlt und weiß, was du von ihm willst. Und dafür ist Konsequenz das Wichtigste. Und es ist nicht immer leicht, konsequent zu sein. Gerade wenn dich ein Welpe mit seinen süßen Augen anguckt, wie kann man ihm böse sein? Doch man darf sich von diesem süßen Welpenblick nicht aus der Fassung bringen lassen. Dein Hund wird niemals den Zusammenhang seines Handelns und deiner Reaktion verstehen, wenn diese immer anders ausfällt. Wenn du zum Beispiel nicht möchtest, dass dein Hund aufs Sofa geht, dann musst du das konsequent durchsetzen. Wenn du zum Beispiel spätabends zu faul bist, zu reagieren, weil dein Hund auf dem Sofa liegt, dann wird er denken, okay, dann kann ich das ja machen. Sobald man dem Hund einmal etwas durchgehen lässt, versteht er, aha, das geht ja also doch. Wichtig ist dabei vor allem die Absprache mit allen Mitgliedern in deinem Haushalt. Wenn du deinem Hund zum Beispiel nicht erlaubst, aufs Sofa zu gehen, aber dein Mitbewohner erlaubt es, dann weiß dein Hund einfach nicht, darf er es jetzt oder darf er es nicht? Und irgendwann wird er es verstehen, ah okay, bei dem darf ich es, bei dem nicht. Und so tanzt er dann euch auf der Nase herum. Das Gleiche ist es auch, wenn du nicht willst, dass dein Hund andere Leute, zum Beispiel fremde Leute auf der Straße anspringt, weil er sie begrüßen will. Dann darfst du dich auch nicht anspringen lassen, weil das versteht er sonst einfach nicht. Warum darf er es bei der einen Person und bei der anderen nicht? Daher solltest du auf jeden Fall, bevor du dir einen Hund zulegst, schon mit deiner Familie darüber diskutieren, was darf der Hund, was darf er nicht? Darf er im Bett schlafen? Darf er aufs Sofa? Darf er, wenn ihr esst, am Tisch dabei sein oder muss er, während ihr esst, immer in sein Körbchen? Das sind die Dinge, die dann konsequent durchgezogen werden müssen. Dann versteht es der Hund und irgendwann läuft das dann auch von alleine.